Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Gratis-Spielvorstellung hier auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch Styx Shards of Darkness. Alle Infos wie immer unten in der Videobeschreibung. Das Spiel gibt es aktuell auf GOG wieder gratis zum Download. Ihr müsst nur einen kostenlosen GOG-Account haben und dem Newsletter-Erhalt zustimmen. Mehr ist nicht notwendig. Ich kann euch diesmal aber leider nicht sagen, wie lange die Aktion noch geht. All die Weil, ich war so schnell gestern Abend mit dem Klick auf Spiel erhalten, dass ich vergessen habe, mir vorher den Counter anzugucken. Ja? Also ich vermute mal, es wird wieder 2 oder 3 Tage verfügbar sein. Wir starten ein neues Spiel, gucken uns mal kurz so ein bisschen das Spiel an. Es kommt eine Art Intro. Ich werde mal kurz die Facecam deaktivieren, dass wir uns das hier angucken können. Monthly payroll delivery. A delivery of vegetables, more our style. Let the pro do the hard work, then it's easy pickings for us. That's disgusting. What was I thinking when I took a job in this scummy rat hole? Your ass. What? You pushed me, you drunken piece of shit. Thief! Thief! Raise the alarm! A thief got in! Alarm! Oh, alarm! Get me out of here, damn it! Hi there. I'm the new accountant. Let the pro do the hard work. Smoking's bad for you, boys. Real bad. Die Stadt der Liebe, der Prolog. Seit Jahrzehnten kämpfen die Bewohner des Reiches gegen die Invasion der Goblins an. Um der grünen Plage Herr zu werden, haben die Menschen Trupps aufgestellt, die auf die Eliminierung von Goblins spezialisiert sind, die Schlechter. Aber so leicht lässt sich Styx nicht aus der Ruhe bringen. Dieser lebt nun in den Schatten des Menschendorfes Toben, in einem Slum, in dem allerlei Halunken ihr Unwesen treiben, irgendwo im Nirgendwo der Sümpfe. Mit seinen Fähigkeiten konnte er sich einen Namen machen und vor kurzem kam ein alter Gauner namens Ephron mit einem Auftrag auf ihn zu, der wie geschaffen für ihn ist. Er soll die Schatullen mit dem Gold der Wachen stehlen. Okay, also es ist so eine Art Schleichspiel, eigentlich... Beat it, Rakash. Can't stand staring at your stupid face any longer.
Ich spiele sowas eigentlich gar nicht gerne, aber wir gucken hier einfach mal kurz rein, würde ich sagen. So, benutze die Maus, um die Kamera zu steuern. Alles klar. Also ist Standard, ja, man steuert hier auch mit WASD. Springen natürlich wie gewohnt auf Space. So, drücke C, um geduckt zu gehen. Okay. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ich hoffe, dass das richtig ist. Drücke E, um Fackeln zu löschen. Ah ja. It's time to switch up the light, kiddies, or little mean sticks will come and eat you. Leertaste, um zu springen. Ja, das... Oh. Das hatten wir gerade schon, wollte ich sagen. Ja, das nenne ich mal genial. Letzter Spielstand. Das ist jetzt hier natürlich peinlich, ne? Gleich am Anfang im Prolog schon einmal gestorben. Also nochmal, so. Ja, wir sind ein kleiner Goblin hier. Hier weiter die... Konnte ich jetzt nicht lesen so schnell. Zeit, das Licht auszumachen. Okay, wir können durch Schlüssellöcher spähen. Alles klar. Okay, ich muss da rüberspringen. Ich hoffe, ich schaffe das auch im geduckten Zustand hier. Ja, er springt weit. Sehr nice. Geh zur Rückseite des Gebäudes. Hier hat er jetzt natürlich auch zwischengespeichert. Also wäre ich hier rübergekommen vorhin, dann hätte sich das mit dem Safe schon erledigt. Ich habe auch mal Assassin's Creed gespielt. Ja, das Spiel hat mir durchaus Spaß gemacht. Allerdings gab es dann auch bestimmte... Halte rechte Maustaste im Fallen gedrückt, um dich wieder festzuhalten. Okay. Gab es in dem Spiel bestimmte Schleichmissionen, die haben mich dann irgendwann so genervt, weil ich das auch nicht geschafft habe. Jedenfalls nicht auf 100%. Im Fallen gedrückt halten. Ja, aber wie komme ich jetzt hier runter? Ah, okay. So. Wer hat sich das hier ausgedacht? Wer baut sowas? Wie soll ich denn da rüber? Ah, ja. Komm hoch. Ich muss da irgendwie an das Seil rankommen, oder? Ah. Ja, runter. Achso, C fallen lassen. Alles klar. Goldharz-Vision aktivieren, deaktivieren. In der Goldharz-Vision werden interaktive Elemente visuell hervorgehoben. Ah. So, und jetzt? Da ist ein Vorsprung. Okay. Na, nicht. Oh. Sehr witzig, wirklich. Ich sag ja, das ist nicht unbedingt meins. Spielt sich bestimmt auch mit dem Gamepad richtig nice, ne? Aber ich will es wenigstens noch bis zu dem Gebäude schaffen. So. Ja. Okay, wenn ich die Richtungstasten vorher drücke, in die Richtung, in die er springen soll, dann zeigt er das... Jetzt nicht, aber doch. Dann zeigt er auch an, wo er sich dann festhält. So, und jetzt? Ah ja. Das Spiel ist von 2017, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Wie gesagt, das musste ja alles schnell gehen mit dem Runterladen, damit ich euch das hier auch präsentieren kann. Ich würde aber auch gerne mal wissen, wie man hier kämpft. So, wie kommt man da jetzt? Kommt man da jetzt hin? Bestimmt irgendwie oben? Vom nächsten Stockwerk aus, oder? Kommt der da rüber?
Oh, wenn nicht, dann lande ich gleich wieder. Doch, er schafft's. Der Junge kann nicht rennen. Ich muss aufs Dach. So, das Seil ist noch eine Etage höher. Gucken wir mal wieder durch. Ist keiner zu sehen? Ich weiß jetzt auch nicht, ob hier irgendwie plünderbare Objekte sind oder so. Ich bin jetzt hier einfach mal nur straight dem Weg gefolgt. Oh, was haben wir da? Nehmen. Halte Mausrad gedrückt, um das Gegenständerad zu öffnen. Drücke danach 1, um einen Trank zu dir zu nehmen. Okay. Hier ist eine Kiste. Können wir die eigentlich öffnen? Ach, da können wir uns drin verstecken. Okay. So, wir haben noch 38 Meter vor uns. Drücke W, um dich in eine Richtung zu schwingen. Drücke W plus rechte Maustaste, um das... Ah. You waiting for Tarzan, yo? Forget about it. Warte mal. Ein bisschen runter vielleicht? Es ist schwerer, als es aussieht. Er schwingt aber auch nicht doll. Belausche die Elfen. Wir müssen da rüber. Okay. Rohes Goldharz eingesammelt. Speichern erfolgreich. Eisenerz eingesammelt. Aber hier komme ich ja jetzt nicht weiter. Oh Mann. Ich hoffe, ich schaff's darüber. Ah, ich kann das auch gedrückt halten. Ja, das muss man mir doch sagen. Oh, oh. Rechte Maustaste an einer Wand gedrückt halten, um in Deckung zu gehen. Ich wollte wenigstens noch bis zum Ziel kommen, ja. Ich muss in diese Richtung. Halte die linke Maustaste gedrückt, um den Gegner heimlich zu töten. Okay, das war jetzt, mehr oder weniger heimlich. Competence for attacking, reaping, neutralizing and annihilating all goblins to be eradicated. C-A-R-N-A-G-E. Crappy name. They must have been paying the guy who wrote it by the letter. They're really scraping the barrel if they're recruiting here in Shitville Phoban. Given the scum that live around here. Manche Objekte erzeugen Lärm, wenn du sie berührst. Ich denke mal, damit ist jetzt der Stuhl hier gemeint. Drücke 1, um einen Klon zu erschaffen. Drücke 1, um den Klon zu steuern. Löse die Ladung, um eine Ablenkung zu erzeugen. Okay. Da muss ich da hoch, oder? Ah ja.
So, wir haben den Zielort erreicht. Und ich würde mal sagen, ich würde die kleine Präsentation jetzt hier an dieser Stelle auch beenden. Ihr wisst ja, die Gratisspielvorstellungen gehen immer nicht so lange. Einfach nur, dass ihr mal einen kurzen Einblick habt, wie das Spiel ist, auf was ihr euch hier einlasst. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Wie gesagt, alle Infos unten wieder in der Videobeschreibung. Und ja, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.